Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Karmesin hier auf diesem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja, in der letzten Folge haben wir ja den Arenaleiter von Mesclara City, die wir hier noch hinten erkennen können, besiegt. Und ja, dann haben wir auch noch gegen Nemila gekämpft, dann kam eine von der Top 4 und. Also es war richtig viel los in der letzten Folge. Aber ja, wir müssen hier weiter, wir müssen hier noch ja, ein paar Sachen erledigen, bis wir hier alles abgeschlossen haben. Ich schaue mal kurz auf die Map, denn ich habe schon eine Idee, was wir als nächstes so machen. Oh, da gibt es einen Psychlor. Und auch das Pokémon. Ich weiß nicht, wie das heißt, sorry. Ja, kurz mal auf die Karte schauen, dann sehen wir auch unseren Fortschritt. Ja, Weg des Champs 5 von 8, Straße der Sterne 3 von 5 und der Pfad der Legenden 4 von 5. Meine nächste Idee wäre ja hier diese Arena zu machen, hier in dieser Eislandschaft. Ich kann euch auch gleich mal zeigen, was das für eine Arena ist. Es ist eine Eisarena, ist nicht weit weg, Eisarena Orden, Leiter der Montanata Arena, Grusha, der Snowboarder mit den coolsten Tricks, setzt Eis-Pokémon ein. Der wohl stärkste Arenaleiter war mal Profi-Snowboarder. Okay, der wohl stärkste Arenaleiter. Er gab wegen einer Verletzung seine Karriere auf und verlor dabei auch all seine Leidenschaft, was ihn nun eiskalt erscheinen lässt. Naja, wenn da schon steht stärkster, haben wir vielleicht ein Problem. Figmonta Arena, Leiterin der Figmonta Arena, Eta, die Rapperin mit Rhythmus in der Seele, setzt Geister-Pokémon ein. Eine Arenaleiterin mit herausragenden Können. Auch nicht so toll, oder? Also, weiß ich nicht. Oder vielleicht versuchen wir doch die Psycho-Arena ganz unten hier. Weil normalerweise sollten wir ja mit unserem Sprung schon raufkommen. Oder wir machen das letzte Herrscher-Pokémon. Oder wir machen noch, ja, ein Versteck von Team Star. Ist schon schwierig. Hier können wir ja normalerweise jetzt drauf, oder? Also, ich schätze mal, wir können da jetzt draufspringen. Da ist ein Drachenherrscher-Pokémon anscheinend. So, da unten. Da ist die Psycho-Arena. Oder Feen-Arena. Leiterin der Azarilla-Arena. Tulia, das magische Make-up-Wunder, setzt Psycho-Pokémon ein. Eine sehr starke Arena-Leiterin mit eigener Kosmetikreihe. Mann, es ist jetzt wirklich schwierig, was wir hier so machen. Den stärksten Arenaleiter werden wir nicht herausfordern, das ist schon mal klar. Ich habe auch keinen Plan, wie man die Arenen und so wirklich macht. Also in welcher Reihenfolge jetzt wirklich so die richtige wäre. Man kann sie ja machen, wie man will, wissen wir ja, aber ja, es ist ja trotzdem irgendwie so in einer, ja, gedacht, dass man sie in einer bestimmten Reihenfolge machen könnte und sollte. So. Feenmitglieder. Er soll der zweitstärkste Boss von Team Star sein. Und das ist der stärkste, oder? Eine äußerst gefährliche Gegnerin unter den Bossen von Team Star. Kommt Leute, wir probieren hier die Psycho-Arena. Wir probieren die Psycho-Arena, deswegen fliegen wir hier gleich mal hier hin. Außer wir haben mit Koraidon ein Problem. Aber ich schätze mal, wir können jetzt durch diese Höhle, dank unseren ja, hohen Sprunges. Also, dass wir hier ganz easy durch diese Höhle marschieren können. So, in welche Richtung geht es hier für uns? Da, ja. Da sieht's gut aus. Let's go. Weil wir können ja jetzt mega hoch springen. Und das sollte uns durch diese Höhle bringen. Wir waren ja da schon mal drinnen. War dann doch eine Sackgasse für uns. Haben dann umkehren müssen und haben dann, ja, das Vogelherrscher-Pokémon gemacht. Dass er diese Steine runtergerollt hat. Gleich hier um die Ecke. Na gut. Ja, es wird jetzt schon schwierig. Also, wir kommen langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Wir sind ja auf allen drei Story-Pfaden schon über die Hälfte. Und wir müssen ja auch noch die
die Liga schaffen, hier bei den Orden. Ja, da komme ich easy rauf in meinem Sprung. Whee! Ja, easy. Dann schaffen wir es mal in diese Arena. Hey. Lange drücken. Njum. Njum. Sehr, sehr geil. Wow. Was bist du? Bist du ein Shiny? Nee, das ist dieses... Das sind die... Ja, Terra-kristallisierten Pokémon. Die haben ja dann immer einen speziellen Terra-Typ, wenn ich mich nicht irre. Level 42! Biss ist sehr effektiv. Wow, das ist auch sehr effektiv. So, nochmal Biss und dann können wir es vielleicht fangen. Wow, 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 wow. Mach mal halblang. Aber wenn die Pokémon auf der Route schon so stark sind, möchte ich nicht wissen, wie stark dann die Arenaleiterin da oben ist. So. Was kann der Luxusball? Ah, nee. So, erstmal Superpaar. Nice. Haben wir. Klasse, Hundemon wurde gefangen. Yes, Anton Level Up und Gardevoir Level Up. Und Lichtfeuer, alles klar. Aber Terra-Typ dein Geist, oder? Und auch gleich ein Pokédex-Eintrag. Sehr, sehr geil. Njum. Richtige Parkour-Rennen hier. Ja. Braucht man auf alle Fälle diesen Sprung. Ansonsten kommt man hier nicht weiter. Ich heile schnell mal meine Pokémon. Die haben hier etwas... Autoheilung, mega geil, dass es dieses Feature gibt. Bam, 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 bam. Gibt schon nice Pokémon hier drinnen. Steinknochen, alles klar, danke. Wie sieht das Wetter heute aus? Ja, geh doch einfach mal raus aus deiner Höhle. So, und das sind wir. Südliche Zone 6. Wie heißt die City eigentlich? Azarilla. Nice. Das ist die Arena. Nee, das ist sonst irgendein Haus. Oder Kampfplatz. Hier haben wir die Arena. Schauen wir da gleich mal rein, würde ich sagen. Ich hoffe... Ja, ich habe aber das Gefühl, dass sie zu stark für uns, ist. Ich online zu die Arena. Siri, danke. Meldet sich hier auch neben mir. Hm. Oh, hey, Jim, Danny, wie geht's, wie steht's? Na, wie läuft deine persönliche Schatzsuche? Alles im grünen Bereich? Alles tipptopp. Oh, sowas hört man gerne. Du hast dein Ziel voll im Blick, was? Viele Schüler nehmen im Rahmen ihrer Schatzsuche die Arenen im Angriff. Das ist zwar nicht leicht, aber es lohnt sich. Deswegen bin ich auch hier, um dich anzufeuern. Immerhin bin ich dein Klassenlehrer. Du erhältst ein Glücksei. Aha. Das ist ja nice. Das hier sollte dir bei der Schatzsuche behilflich sein. Als Entwickler des Pokédex würde es mich natürlich auch freuen, wenn du bei dessen Vervollständigung weiter dein Bestes gibst. Ich bin dann mal wieder weg. Mach weiter so und halt dich von gefährlichen Orten fern, ja? Ja, mach ich. Jetzt immer so, halt dich fern und dann so, vielleicht halt ich da auch hin. So, Glücksei. Werden wir gleich mal hier
einem Pokémon zum Tragen geben. Da, Glücksei. Ja, ich will es auch wen geben. So, Muskelband. Geben wir auch wem? Hier. Ja, das ist eh überall wirkungslos. Ermöglicht gelegentlich den Erstschlag. Kann nicht schaden, wenn wir das auch jemandem geben. So, aber jetzt, was ist hier für eine Arena-Prüfung zu machen? Willkommen in der Arena von Azarilla. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Dein Name ist Danny, sagst du? Jo. Bevor du dich mit Arenaleiterin Tulia messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, dich in Gymnastik zu beweisen. Wenn du die von Tulia selbst erfundene Gefühlsgymnastik komplett absolvierst, bestehst du die Prüfung. Um die genauen Regeln zu hören, wende dich auf dem Trainingsgelände an die Dame im schwarzen Trainingsanzug. Wenn du die Arena verlässt, findest du das Trainingsgelände links. Viel Erfolg! Wenn ich die Arena verlasse... Jetzt bin ich gespannt. Von welcher Sicht? Ich meine, es ist eh auf der Karte... Karte markiert. Aber wenn wir drauf schauen auf die Arena... Okay, doch hier. Das ist die... Gefühlsgymnastik. Nee, nicht du. Da. Tach, Neuzugang! Hier kannst du dich an der Gefühlsgymnastik versuchen. Hi, Amura. Du fragst dich jetzt bestimmt, wieso deine Lehrerin für Kampfkunst hier in der Arena arbeitet, was? Nun, Arenaleiterin Tulia und ich sind schon seit unserer Kindheit befreundet. Vor einiger Zeit trugen wir einen Pokémon-Kampf aus, für den wir eine spezielle Regel ausgemacht hatten. Die Verliererin musste tun, was die Gewinnerin sagt. Nun ja, du kannst dir denken, wie der Kampf ausgegangen ist. Seufzt. Aber das hier ist immerhin eine gute Gelegenheit, um sich fit zu halten. Also helfe ich aus, wenn ich nicht unterrichte. Die Regeln der Gymnastikprüfung sind simpel. Ich führe bestimmte Übungen vor und du musst sie mir einfach nachmachen. So, bist du bereit für die Arena-Prüfung? Na klar! Easy. Sehr schön, dann legen wir mal los. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Alles klar, so. Arena-Prüfung. Stelle dich der Gefühlsgymnastik. So, wie funktioniert das jetzt? Gibt es eine Anleitung? Oder hampeln wir jetzt nur rum? Du so hättest du dich etwas überrascht. Okay. Okay, wir müssen einfach nur den richtigen Knopf drücken. Ah, man kann das auch öfter machen. Okay. Weiß nicht, ob mir das was bringt. Aber ja, schätze mal, der Balken schließt sich dann immer wie schneller. Zeige, wie viel Spaß du hast, ja. Mega. Ja. Das ist die Arena-Prüfung for real. Wäre cool zu sehen, wenn da noch irgendwie stehen würde. Was? Das war's? Wie viel Zeit man hat, wollte ich gerade noch sagen. Das war großartig! Diese perfekte Ausdruckskraft hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war genau der genug des Aufwärmens. Jetzt wollen wir die Muskeln mit einem Pokémon-Kampf mal so richtig beanspruchen. Oh, okay. Und dann gibt es wahrscheinlich mehrere Runden. Habe ich so das Gefühl. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was für ein Level die haben.
Level 43! Crazy! Aber die Dera kristallisieren mal und setzen hier einfach mal Flammenwurf ein. Okay, dann sollte die Arena-Leiterin wirklich sehr, sehr stark sein. Die sollte dann etwas über unserem Niveau sein, weil... Ja. Shellocrock ist ja dann doch momentan nur unser stärkstes Pokémon. Und das ist jetzt schon ein Level unter dem Pokémon. Aber es sollte natürlich machbar sein. Man kann hier davor noch etwas trainieren. Hypnomorba wurde besiegt. Kirlia. Hey, das ist Level 43 und es ist noch kein Gardevoir. Alles klar. So weit mit Flammenwurf. Wir sind ja zum Glück Terra kristallisiert. Da sind unsere Feuer-Pokémon Feuerattacken stärker. One-Hit. Geil. Nice. Level up. Und auch hier besiegt. Sehr gut, deine Pokémon und deine Muskeln tut es gut, so in Schwung zu kommen. Du wirst doch jetzt nicht schlapp machen, oder? Halt durch, die zweite Hälfte beginnt. Alles klar, let's go. 3, 2, 1. Alles easy hier. Können wir 2, 3 mal machen hier. Bringe deine Überraschung zum Ausdruck. Shellocrock, du machst es gut. Weiß nicht, aber mir gefallen halt so Rätselaufgaben um einiges besser als so... Ja, sowas. Weiß nicht. Also, das ist halt... Ja... Weiß nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so von dieser Arena-Prüfung haltet. Ich halte da mehr Abstand. Aber darf ich ja nicht, weil ich muss das hier machen. Jetzt sei so richtig erstaunt. Aber so eine Anzahl wäre schon cool, wenn man das sehen würde, wie viel kommen würden, aber ja, haben sie wieder bis zum Ende geschafft. Wirklich perfekt. Ich hatte schon fast vergessen, wer hier wen unterrichtet. Versuche den Muskelkater zu überwinden und im Pokémon-Kampf an deine Grenzen zu gehen. Jo. Dann hältst du deinen Pokéball falsch. Kroink! Boah. Nices Pokémon. Ah, jetzt kann ich ja keine Terra-Kristallisierung mehr ausführen. Sehr effektiv. Ja, wir sind halt auch Geist. Also das einzige Miese bei Shellocrock. Wow! Ey! Das macht Pisse aus bei dir. Jetzt setzt du auch noch Erholung ein. Aber dann schläft es wenigstens. Okay. Dann machen wir mit Biss weiter. Schläft tief und fest. Gut. Das kannst du gerne weitermachen. Schade. Also die Arena kann schon recht gemein werden, muss ich sagen, jetzt. Dadurch, dass die Psycho-Pokémon hat. Und yes, zweimal Level Up.
Das Glücksei hat schon drauf, muss ich sagen. Servor. Wir bleiben einfach mit Biss dran. Gedankengut. Spezialangriff, okay. Eigentlich wie gut das jetzt ist. Sehr effektiv. Ja, mit dreimal Biss sollte die weg sein. Oh no, Psychokinese. Das war's mit Shellogrog. Aber das war jetzt nicht sehr effektiv, oder? Na gut. Dann, come on. Kann ja auch Biss. Schreckt doch zurück. Ja, wahrscheinlich können wir jetzt keine Attacke mehr ausführen. Dann setze ich einen Beleber ein. Weil das gegnerische Pokémon ja hätte auf alle Fälle zuerst angegriffen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so schwierig wird. Weil bei den anderen Arenen haben wir uns ja fast bei allen gespielt. Da kam Armstoß. One hit, nice. Ariyama wurde besiegt. So, vielleicht können wir mit Gardevoir hier etwas Zeit bekommen. Der Gegner hat aber auch drei Pokémon, das müssen wir auch jetzt bedenken. So, Hyperdrank. Jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden diese Psychokinese macht. Oh! Das ging jetzt gut. Yes! Gotta you level up. Militaris. Wir könnten Hypnose natürlich probieren. Probieren wir mal. Nein! Wieso darf das gegnerische Pokémon zuerst angreifen? Aber so, das sollten wir eigentlich schaffen, oder? Akupressur, okay. Sehr, sehr gut. Ja, wie oft noch Akupressur? Initiative, das ist halt. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt gehen die Attacken daneben. Yes! So. Das haben wir gebraucht. Also wirklich, jo. Das wäre jetzt dumm gewesen, wenn wir da jetzt verloren hätten. Wow.
Ja, ich glaube, vor der Arena müssen wir noch etwas trainieren. Gut gemacht, damit bist du am Ende der Gefühlsgymnastik angekommen. Du hast zweifelsohne bestanden. Glückwunsch! Die Arena-Prüfung gilt aber erst als beendet, wenn du dein Ergebnis beim Empfang vorlegst. Jog also am besten gleich rüber. Nice. So, diese Arena-Prüfung hätten wir bestanden. Ja. Aber wir müssen auf alle Fälle unsere Pokémon trainieren. Ja, Leute, wir haben wieder mal eine Arena-Prüfung geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht auch etwas weitergeholfen. Ja, falls es euch hier gefallen hat, Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem der nächsten Videos. Jo, ich werde wahrscheinlich hier etwas meine Pokémon trainieren. Weil, ja, so gewinnen wir das auf alle Fälle nicht. Ihr macht es auf alle Fälle gut und schaltet das nächste Mal unbedingt wieder ein. Hat Spaß gemacht. Bis dahin, macht es auf alle Fälle gut. Und ja, haut rein. Ciao.